Numerologica lernt Latech die achte. Im letzten Film habe ich gelernt, wie man Formeln macht, nämlich zwischen solche Dollarzeichen. Und jetzt möchte ich gern diese eine Formel hier, das muss ich mal suchen, die hier, die möchte ich gerne als Bruch darstellen. Ich weiß ja, 1 plus i in Klammern hoch minus n bedeutet nichts anderes als 1 durch 1 plus i in Klammern hoch n. Ja, und den Befehl habe ich auch gefunden. Der ist relativ einfach. Da schwenke ich jetzt wieder rüber. Der heißt Frac. So, und jetzt muss ich das, was im Zähler stehen soll, in geschweifte Klammern setzen. Das ist das Kn. Und das andere, das ist das 1 plus i hoch, jetzt nicht hoch minus n, sondern hoch n. Das muss auch in geschweifte Klammern. So, und jetzt übersetze ich das mal. Ha, keine Fehler. Sehr schön. Und was sehe ich? Jetzt steht das Ganze hier als Bruch da, so wie ich das gerne hätte. Und damit ist die Frage auch schon geklärt. Und im neunten Film, da möchte ich gelernt haben, wie man Wurzeln schreibt.